Ich habe etwa 15 Jahre lang an einem einzigen Programm gearbeitet. Das waren diese ovale Formen, Köpfe genannt. Und das sah aus wie ein Lebensprogramm. Und dann etwa vor 15 Jahren habe ich mit diesem Lebensprogramm Schwierigkeiten gehabt, weil ich das Gefühl bekam, es einerseits, dass es fast automatisch läuft. Ich muss nur stur eine Sache wiederholen und es baut sich daraus ein Denkmal auf. Andererseits hatte ich das Gefühl, dass die Welt sich sehr verändert, sehr mobil ist um mich herum. Und ich hatte den Anspruch, immer mehr reagieren zu wollen auf diese Mobilität. Der große Unterschied im Vergleich zu den früheren Sachen der letzten 10 Jahre ist, dass ein starkes, dominierendes, abstraktes Element da ist und ich die Arbeit nach Fotovorlagen weggelassen habe. Es gibt eine abstrakte Einheit, die sehr dominant ist und sehr fordernd. Abstraktion ist eine Idee vom Absoluten, von absoluter Reinheit, von absoluter ästhetischen Aussage. An einem Punkt taucht auf oder kehrt zurück ein nicht abstraktes Element in diesen Bildern, die diese Reinheit, diese Perfektion, diesen Perfektionsanspruch der abstrakten Malerei oder der abstrakten Idee zugrunde, die eigentlich kaputt machen. Die so jetzt entstandenen Bilder sind ästhetisch etwas verschlüsselter, aber ich glaube, im Zentrum steht auch hier eine Kommunikationsabsicht. Das große Ideal der Integration auf verschiedensten Ebenen, europäische Integration, Globalisierung als allgemeine Integration, die Integration der Minderheiten, die persönliche Integration in die Welt, Gott weiß, was alles das bedeutet. Dieses Ideal der Integration, wie soll ich das sagen, das finde ich gefährdet. Ich sehe, dass dieses Konzept der Integration in Krise ist. Und immer mehr sich unvereinbarte Gegensätze versteifen. Die Ecke des Bildes ist ein sehr interessanter Punkt. Es ist ein fixer Punkt. Eigentlich die Mitte ist fix und die 4 Ecken. Die Mitte ist aber noch immer ein bisschen schwankend. Das kann man noch immer gefühlsmäßig bestimmen. Die Ecken sind fix. Außerdem, als Maler weiß ich, dass beim Transport am öftesten die Bilder sich bei den Ecken beschädigen.